So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von My Time at Portia mit einem Pferd, auf dem ich gerade saß. Und er hat eine Mission, Presley. I'm looking forward to the completion of South Block. Ja, unbedingt. Ja. Das undichte Dach. Aber sehr gerne. Er hatte ein Leben und eine Marmortier, das ist doch kein Problem. Machen wir doch. Genauso wie Schießpulver, was wir jetzt gleich machen werden, weil wir genug Salpeter haben. Das ist toll. Da haben wir noch eine Mission. Was ist das? Ah, okay. Das ist das undichte Dach. Dann stellen wir gleich einmal die Items her, die wir brauchen. Schießpulver 5-mal. Sehr gut. Hab ich nur 12 Salpeter gekostet. Das ist auch richtig. Sonst hätte es mich 15, glaube ich, gekostet. So, wir brauchen noch eine einfache Textilmaschine. Wir können auch die fortgeschrittene Textilmaschine nutzen. Dafür brauchen wir jetzt noch Baumwolle. Das müssen wir uns kaufen morgen. Er hatte den Lehm und Marmor, den durfte ich noch haben. Die muss ich jetzt also nicht extra craften. So, die Barren, das Zeug hier alles. Oh, ich konnte den Hammer sogar tatsächlich behalten. Erhärteter Lehm und ein Marmordiele ist irgendwo hier drin gewesen. Da sind sie. Sehr schön. Cheesepulver haben wir. Holzsäule machen wir morgen früh. War das richtig? Ja, ne? Ich darf ja auch nicht geschlafen. Ja. Sehr schön. Dann haben wir jetzt... Ach ne, jetzt müssen wir erstmal die Baumwolle kaufen gehen. Von Dava. Lieber Handwerker Darky, mir wurde die Aufgabe zuteil, einige Pappeln südlich vom zukünftigen Südblock zu pflanzen, damit der Sand nicht in die neue Stadt weht. Da ich die Bäume nicht direkt in den Sand pflanzen kann, jedenfalls nicht ohne dass sie sterben, pflanze ich die Setzlinge zuerst in der Baumschule. Ich beauftrage dich damit, mehrere spezielle Pflanzkästen zu fertigen, damit wir die ausgewachsenen Bäume dann aufbewahren und sie dann in der Wüste aufstehen können. Ich habe die Anleitung für den Arbeitstisch unten angehängt. Ich habe sie mit Adit entworfen. Ich schaue in einer Woche vorbei und gebe dir dann die Bäume, wenn sie etwas gewachsen sind. Danke. Von Carol. Lieber Handwerker, es tut mir leid, aber könntest du zu mir kommen, wenn du Zeit hast? Ich möchte, dass du schnell etwas für mich baust. Aber sehr gerne. Nichts erfreut mein Handwerkerherz mehr, als dass mich Leute brauchen. Lass mich raten, ich muss hochklettern. Weil das ist ein undichtes Dach. Erstmal kommt mir da noch ein und einer entgegen. Hallo, Tachchen. I'm impressed. You're skilled and talented. We'll probably need to train new call members soon, if we're to continue to provide maximum security for our town. With the new bridge completed, we're now patrolling all the way to the desert. That's a large area to cover. Dann machen wir. Is it? So, die Mission haben wir abgeschlossen, das undichte Dach. Alter, wo bist du? Der läuft da nach oben, kann das sein? Ah, ist Presley, ja. Presley, guten Tag! Thank you for your help. I can finally just concentrate on work now. Aber sehr gerne. Beziehung verbessern, Rufpunkte verbessern. Mann, das läuft hier alles geschmiert. Oh, Belter, there you are. I'm sorry for asking you to come all this way, but I have a commission for you. You see, I was teaching Molly how to sew the other day. Oh nein. The sewing machine broke partway through. It wasn't her fault. The machine was hundreds of years old anyway. How am I to keep up with the demand without a sewing machine? Can you be a dear and help me fix it? Klar, mache ich. Oh, thank you. I had Petra come over and take a look. She said that a cap setter thing in the machine's broken. Do you know what that is? Total. No idea. Maybe I'll go ask her. Okay, bevor ich da hingehe, erst einmal wichtig. Da war eine Kiste. Hab ich aus dem Augenwinkel gesehen. Mir entgeht hier nichts. Das entgeht mir nicht. Kupferdraht.
Heute ist eh Sonntag, also ich kann höchstens inspizieren. Siehst du, deswegen hatte ich auch gestern keine Quests in der Handelskette gehabt. Nee. Auch schief. Aber ist das nicht hier? Oh, achso, hier unten muss ich anklicken. Ja, manchmal ist man unsicher, was man anklicken soll. Ein Regenschirm. So viele Möglichkeiten gibt es da nicht für einen Regenschirm. Achso, habe ich ja noch nicht erledigt. Gut, gehen wir zu Petra. Zu Petri Mayonnaise. Petra Mayo. Wir gehen jetzt aber auch noch Baumwolle kaufen. Ich habe nämlich keinen Bock, die anzupflanzen. Also kaufen wir sie uns. Leider hat sie nur 10. Aber das ist auch okay. Dass ich keinen Bock habe, mir eine Metallkiste zu bauen, kaufe ich mir die mal. So. Petra. Wir haben wieder theoretisch so Reliktdingensen. Aber eigentlich... Ah, lohnt sich das nicht aktuell nicht für mich dahin zu gehen, weil wie gesagt, das System. Ah, es gefällt mir nicht so. Was soll denn da schön ist? Achso. Sonnenseite Teil 2. Er will sogar Geld dafür nur haben. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das erste Teil war, aber ob ich das erste oder zweite Teil habe. Nee, nicht für 1700, für 2000. Tatsächlich würde ich mir später auf jeden Fall die 100.000 Reliktbeutel bei dem mysteriösen Händler kaufen, sofern er überhaupt so viele hat, das weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht nachgeschaut tatsächlich. Wie viele Beutel er denn zur Verfügung stehen hat. Mit meinem Item ist sie auch bald fertig, ne? 2 Tage noch. Das sieht aber interessant aus. Carol's sewing machine? It's totaled. You can forget about fixing it. The model she had was really advanced, as it uses things like silicone chips and capacitors. We don't know how to fix these. I can help you research a sewing machine that we can actually make. I just need you to bring me 5 data disks. You know what to do by now. Chop, chop. Nice. These will do. Kein Ding. Chop, chop. So, jetzt machen wir Seile für die Holzsäulen. Und in der Hoffnung, dass dann das andere noch nicht erledigt ist, wenn ich fertig bin. Können wir das andere auch noch annehmen, ist auch gut. Super. Ah, haben wir wieder ordentlich was gemacht. Die Eufaula-Mine abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob ich da nochmal rein kann. Müssen wir vielleicht nochmal abchecken. Bei Salpeter und so kriegen wir da schon ganz gut. Let's go. Machen wir aktuell nix. Warum eigentlich nicht? Edelalu. Elektrischer Hochofen. Das könnte sein, dass uns das gerade erforscht wird. Ah, ja, ja, ja. Morgen wird was Besseres als diesen hässlichen Grill. Der ist so schlecht. Zum Craften von Items. Gehen wir wieder ein bisschen Kräuter sammeln. Chop, 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 chop. Bei Diamanten habe ich den wieder. Müssen die noch im Inventar liegen, oder? Ich hatte schon mal einen gehabt. Ja, oder habe ich den verschenkt? Bin mir gerade unsicher. Ob ich die mal verschenkt hatte. Ich bin der Meinung, ich habe ihn mal verschenkt. Tiercode, Kräuter. Schlangenbeere. Okay. Auf Bauplan warten, machen wir. 12 Uhr. Okay, was können wir denn vielleicht jetzt demnächst mal craften? Und was Interessantes noch? Elektrischer Hochofen. Mhm. Na dann, let's go. Ich brauche dafür noch erhärteten Lehm.
Benzin schon wieder aufgebraucht. Den habe ich aber hier, glaube ich, gemacht, ne? Den erhärteten Lehm. Oh, ich Härtungsflaschen. Oh, das reicht erstmal, das passt schon. Stahlplatten. Mal 15 Stück machen. Ja. Wie viele Seile haben wir? 5. Dann können wir die Holzseile craften, ne? Ja, nicht ganz. Ein isolierter Pflanzkasten. Brauche ich noch einen großen Pflanzkasten dafür? Eine Stahlhülle? Achso, das ist für... Ich brauche einen Stahlrahmen dafür. Ist für hinter mir. Wie brauche ich davon? Ein Stahlrahmen und insgesamt brauche ich 3. Stahlhüllen können wir machen, 3 Stück. So, das kann ich schon mal hier reinpacken. Industriekern, Stahlhülle. Stahlplatten. Erhärteten Lehm 4-mal und Holzkohle 8-mal. Habe ich denn 4-mal? Gerade so. Echt gerade so. So, machen wir die Holzsäulen. Die bringe ich erstmal zurück. Ich sehe, dass mir da immer noch eins fehlt. Let's go. Gib mir das Seil. Diese Reduzierung der Arbeitsmaterialien ist echt sehr praktisch, muss ich sagen. Mir fehlt Pappelholz, ernsthaft? Muss echt zum Arsch der Welt glucken, um dieses verkackte Pappelholz zu kriegen. Das Gute ist auf jeden Fall, mein Pferd ist immer bei mir. Ciao, wir nehmen gleich noch ein bisschen mehr mit. Ich glaube, im Stamm ist kein Pappelholz drin gewesen, ne? Scheint auch selten zu sein. Hier habe ich es gerade nicht bekommen. Alter, ist da eine Pappel oder nicht? Ist ultra selten scheinbar. Oder waren es die falschen Bäume? Kann sein, dass es die hier sind? Naja, eigentlich auch nicht. Das sind die gleichen. Ey, wo habe ich den Pappel bekommen? Es kann auch sein, dass es in der Wüste gewesen ist und nicht hier. Aber der ist ja schwer. Nope. Das ist tatsächlich noch das Falsche gewesen. Ja, ich bin auch ein Trottel. Dann ab in die Wüste. Töff, töff. Das dauert allerdings alles sehr viel Zeit. 44 Minuten, 56 Minuten. Naja, das sind die Pappeln. Sehen aber exakt gleich aus, ne? Kann ich die kaputt machen? Wir haben es 16.30 Uhr. Baumaterialien. Ja, wie gesagt, 20 Uhr ist, glaube ich, Handelsgilde vorbei, ne? Da ist Pappelholz. Und wir haben auf jeden Fall genug anderes Holz wieder, was wir bekommen. Ich glaube, das müsste reichen. Vogelnest. Let's go! Keine Seile mehr. Jo. Geben wir die ab. Righto. Na? Gute Qualität, danke. Wie ich das anhört, er. Ja. Ah, ist noch da, nice. Sehr schön. Stahl, was? Stahlhüllen?
Echt, ja? Das soll ich noch machen? Ist hier heute irgendwas? Ah, scheinbar. 19 Uhr? I can't wait to see South Block completed. Aber ich habe keinen Brief im Briefkasten gehabt, oder? Nö. Na, schauen wir mal. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Er läuft gegen die Wand. Okay, jetzt kommen sie alle. Nein, nicht alle, einige. Schauen wir mal, was er zu sagen hat. Bla 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 bla. Hello. Goodbye. Okay, ich habe keine Ahnung, was die hier wollen. Also ich verschwende hier meine Zeit nicht. Stahlhüllen soll ich mir. Das ist aber auch einfach gewesen, oder? Baram? Ich glaube, die kann ich. Doch, kann ich noch machen. Zwei Stück brauche ich, glaube ich, davon. Die Stahlhüllen, let's go. Dann bin ich damit fertig. Pferdchen? Oh, ich habe zwei Missionen tatsächlich hintereinander gemacht. Zwei schwere Missionen. Righto. Nice. With this, we can start drilling the tunnel. Nur mit dem Bohren des Tunnels beginnen. Nice. Wieder super viel Gold bekommen. Holy moly. Die sind fertig, glaube ich, ne? Jetzt ernten wir nichts mehr, jetzt pflanzen wir nichts mehr. Wobei, wir können auch was pflanzen. Aber etwas, was ganzjährig wächst. Ach, die Kirche des Lichts verkauft mir die Samen. Interessant. Weizen. Pflanzen wir Weizen an. Blub. Blub. Ich habe auch noch Metallkiste genommen. Metallkiste habe ich auch noch. Da werden wir hier mal ein bisschen aufräumen wieder mal. Wirklich wichtig. Wir werden aber die Metallkiste für die Artefakte nutzen. Was heißt nicht Artefakte? Oh. So. Immer hoch. Inventar. Danke. So, Kochrezept, Datenchip, Moment. Alles kurz reinsortieren. Und dann packen wir rein. Hier seht ihr, Pflanzkissen werden wir noch lernen. Die Teile hier. Okay, das gleiche hatte ich auch schon. Gut, dass ich es nicht gekauft habe. Wieder. Wieder. Sehr schön. Haben wir wieder ein bisschen Platz. Ist doch super. Isolierten Pflanzkasten haben wir gelernt. Was habe ich da? Schießpulver. Habe ich es nicht abgegeben? Ich habe hier irgendwo eine normale Holzkiste. Hier ist eine. Das heißt, wir machen hier mal Steine und Co. Trockene Aprikose, Kräuterthese. Oh, den Hammer dürfen wir echt nicht wegmachen. Das war irgendwie doof. Jetzt bräuchte ich einen Waffenständer dafür, das wäre ganz cool. Den hier packen wir wohin, den hier packen wir wohin. Wenn wir kriegen, ich glaube Leben dazu, oder? Ah, fast wieder Maximum. Angefiltert noch extrem. Gut, Aroma-Äpfel sind zum Verzehren da, also auf zu Nutzgegenstände. Die hier ist auch nur zum... Also, hat er mich da immer schon gefragt? Echt, ja? Jetzt würde ich ganz gerne... mal kurz alles mit reinnehmen. Alles sortieren. Ein Gegenstand ist, glaube ich, weg. Ein Hoch auf einen großen Rucksack. Wieder ein Gegenstand weg. Immerhin. Ah, schon wichtig. So, Steine und Co. Erze.
Szene. Alter Schwede, was hier alles drin ist. Artefaktor 2, kommen noch die restlichen Kochchips hier rein. Aber das ist schon mal gut, ich kann hier auf jeden Fall das alles reinpacken und weiß, okay, es ist nirgendwo anders gewesen. Ihr Fett. Echt nur 9 Blutsteine. Das können wir mit allen Kisten mal kurz machen. So, das nehmen wir auch alles mit. Um einfach doppelte Einträge zu verhindern. Ah, da habe ich gerade ein Item mehr bekommen? Sehr interessant. Sehr, sehr spannend. So, das kommt auch. Was ist das eigentlich? 840 Alu-Erz habe ich? Ist ja Wahnsinn. Ja, im Bohrer lassen wir auch mal drin. Die Stahlhüllen können wir auch lassen. Warum habe ich Stahlhüllen eigentlich so viele? So, alles sortieren. Nehmen wir die noch mit. Ganz kurz mal gucken. Und vieles von dem, was hier drin ist, gehört nämlich auch woanders rein. Sehr gut. Steine und Co. Holz. Das sind wieder Asteria. Das kommt auch mit darin. Pflanzenfasern, Spinnnetze. Und die Reste sind halt Fertigungen, die eigentlich hier reingehören. Kann ich sogar machen. Nice. Jetzt Zimt ist eher Landwirtschaftskrams. Ich habe sogar noch einen Ledersofa. Warum habe ich denn noch 2 Ledersofen? Haben wir nochmal Ausdauer dazu. 450 ist Maximum aktuell. Okay. Okay, dann machen wir das da rein. Zimt ist Landwirtschaftskram. Naja, immerhin haben wir dann erstmal alles reinsortiert. War es auch schon voll. Echt? Ist ja irre. Will ich auch hier drin einparken, aber es geht auch. Nehmen wir den mal ganz kurz. So, können wir Fische reinmachen, wenn wir Bock hätten. Mhm. Fische, Landwirtschaft. Alles, was angefertigt wurde, müssen wir auf jeden Fall noch deutlich mehr machen. Das ist. Das kommt hier nicht rein. Genauso wie die Bombe, die kommt erstmal raus. Giftgeschosse kommen nicht hier rein. Ich glaube, da haben wir ein bisschen mehr Platz. Wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall einen Waffenständer. Können wir noch angefertigtes. Ach gut, das können wir später reinmachen. Passt. Gut, auf Bauplan warten ist also die nächste aktuell einzige Mission, die wir haben. Dann schauen wir uns doch mal um, was es hier so noch so gibt. Die Leute wollen noch etwas. Ich glaube nicht, dass ich hier reinkomme. Ich kann es probieren. Weil die Kläranlage ist ja auch nicht angezeigt. Die Seile sind fertig. Stahlplatten sind am Machen. Erhärtete. Ach ja, siehst du. Da muss ich natürlich noch weitermachen. Reuterthesen machen wir mal. Holzkohle wollte ich noch machen, wollte ich noch holen. Stahlplatten 3, die reichen aus. Und hier kommt noch Holzkohle rein, ja. Dann holen wir uns noch 8 Holzkohle, das ist ja kein Problem. Den vielleicht fertig mit Holzkohle. Muss ich nicht reinlatschen. Ja, verdammt, der macht keine mehr. Ach, ich bin so ein Noob. So ein Noob. Dann holen wir uns aus der Fertigungskiste hoffentlich die Holzkohle. Manchmal klappt das einfach wunderbar. Nein, gerne, mach's noch mit. Ein Hochofen. Ein elektrischer Hochofen. Pff. Gut.
Verdichtet. Okay, ich kann es nochmal verdichtet im Energiestein machen. Zwei Stück. Ich hab keine Ahnung, wie viel. Oh, wollte ich gar nicht machen. Gut. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was zuerst. Wir machen erstmal 50 Edel-Alu. 5 Tage, 5 Stunden. Alles klar. Die verdichteten Energiesteine ist eigentlich auch egal. Kann ich auch im Inventar behalten. Gar nicht groß, das Ding. Den alle Schleifer und den alle Schneider brauche ich allerdings noch. Und hier fehlt immer noch irgendwas Unbekanntes. Beides fehlt noch, wo ich beides überall nochmal einen industriellen Ofen brauche, was ich sehr schade finde. Der Witz, die sind beide untereinander, aber die werden nicht angezeigt, so. Elektrischer Hochofen gemacht, nice. Ja, beide, für beide brauche ich leider industrielle Öfen, die ich gerade nicht entbehren kann. Okay, die verdichteten Energiesteine. Okay, die halten auf jeden Fall 6 Tage, das ist schon mal gut. Lassen wir also erst einmal liegen. Wir haben einen Skillpunkt. Wann haben wir denn ein Level abbekommen? Sehr interessant. Erhaltet nach dem Reittiertraining. Erhöht die Chance, wir machen das hier und dann nächstes Level das hier zu kriegen. Überwältigender Charme. Was brauche ich für die Pflanzkästen? Können wir da vielleicht noch irgendwas reingeben? Wahrscheinlich ist das hier, was ich gerade gelernt habe. Eine kleine Bombe. Schießpulver. Großer Pflanzkasten brauche ich dafür. Der ist natürlich nicht direkt darunter. Der ist einfach mal gar nicht hier. Der kleine Pflanzkasten reicht mir nicht. Ich brauche einen großen. Ah, die Kirche des Lichts hat einen. Aber den werde ich heute nicht mehr kriegen. Dann gehen wir jetzt in die Haier, Leute. Und werden an der Stelle auch einen kleinen Cut machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von My Time at Portia im Monat 4. Interessant. Bis dahin, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.